Die Action geht weiter. Willkommen zur zweiten Serie des LEGO Ninjago Trading Card Games. Versuche deinen Gegner mit Hilfe der Helden und Schurken der LEGO Ninjago Welt zu besiegen. Mit einer guten Strategie und ein bisschen Glück machst du die Karten deines Gegners zu deinen Verbündeten. Einfaches Spiel. Für ein einfaches Spiel brauchst du nur die Charakterkarten. Sie zeigen die Helden und Schurken der LEGO Ninjago Welt und eine einmalige Kartennummer. Das Schlangensymbol zeigt dir, dass du eine Karte aus Serie 2 in der Hand hältst. Heldenkarten haben einen roten Rahmen, Schurkenkarten einen grünen. Außerdem verfügt jede Karte über vier Werte, die das Spiel erst möglich machen. Einen Tempowert, einen Angriffswert, einen Powerwert und einen Abwehrwert. Vor dem Spiel. Zuerst baut sich jeder Spieler ein Deck aus mindestens 20 Charakterkarten. Ihr könnt sowohl Helden als auch Schurken in eure Decks aufnehmen. Aber keine doppelten Karten. Der Spielplan besteht aus der Arena, in der Duelle ausgetragen werden, sowie der Basis jedes Spielers, in der das Deck platziert wird und sich der Ablagestapel befindet. Mische dein Deck gut durch und lege es verdeckt auf das passende Feld in deiner Basis. Ziehe drei Karten auf die Hand. Das ist deine Starthand. Dein Gegner tut dasselbe. Der jüngste Spieler fängt an. Danach wird abwechselnd gespielt. Startphase. Am Anfang jedes Zuges ziehst du eine Karte von deinem Deck. Danach darfst du genau eine Charakterkarte von deiner Hand in deine Leserichtung, also mit dem Kopf zu deinem Gegner, auf ein freies Feld in der Arena legen. Wichtig, Charakterkarten, die in Leserichtung zu dir liegen, werden von dir kontrolliert und sind somit deine Verbündeten. Charakterkarten, die dein Gegner kontrolliert, heißen gegnerische Verbündete. Beispiel. Spielst du Action Lloyd auf ein freies Feld, neben dem kein gegnerischer Verbündeter liegt, hast du es ohne Duell besetzt. Spielst du Action Lloyd auf ein freies Feld neben einem gegnerischen Verbündeten, kommt es zum Duell. Duellphase. Bei einem Duell vergleichst du die nebeneinander liegenden Werte deines Verbündeten mit denen des gegnerischen Verbündeten. Der Verbündete mit dem niedrigeren Wert verliert und wird um 180 Grad gedreht. Er wird nun vom Gewinner kontrolliert. Bei einem Gleichstand gewinnt der Spieler, der die Charakterkarte in der Runde ausgelegt hat. Legst du eine Charakterkarte neben mehrere gegnerische Verbündete, musst du mindestens ein Duell bestreiten. Danach darfst du entscheiden, ob und gegen wen du noch weitere Duelle mit der Karte, die du in dem Zug gespielt hast, austragen möchtest. Beispiel. Du kannst mit Action Lloyd, Cryptor und Lächelnder Meister Chen angreifen. Das Duell gegen Lächelnder Meister Chens Abwehrwert 43 würde Action Lloyd jedoch verlieren. Da Action Lloyds Tempowert mit 43 höher ist als der von Cryptor mit 20, greift Action Lloyd den Nindroid an. Action Lloyd gewinnt und Cryptor wird um 180 Grad gedreht und somit zu deinem Verbündeten. Achtung! Eine Charakterkarte, die durch ein Duell gedreht wurde, löst keine weiteren Duelle aus. Endphase. Zur Optimierung deiner Karten kannst du am Ende deines Zuges eine Karte von deiner Hand offen auf den Ablagestapel legen und eine neue ziehen. Nun ist dein Gegner am Zug. Wenn alle Felder der Arena am Ende eines Zuges besetzt sind, endet das Spiel. Es gewinnt der Spieler, der die meisten Verbündeten in der Arena unter seiner Kontrolle hat.